Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass sich der Saal langsam füllt. Meine ganzen organisatorischen Bemerkungen gibt es ein bisschen später, weil wir wollen jetzt starten und zwar mit dem Wichtigsten, nämlich erstmal mit den Begrüßungsworten von Frau Lomscher. Katrin Lomscher, herzlich willkommen. Ja, ich nehme nicht an, dass das Wichtigste ist, was heute hier passiert, weil ich bin jetzt eigentlich nur gebeten, Ihnen herzlichen guten Tag zu sagen. Ich bin selber sehr gespannt auf die heutige Veranstaltung, die ja für 3 Stunden konzipiert ist. Und ich sage vielleicht mal ein bisschen was zur Genese. Also, dass es Leitlinien für die Bürgerbeteiligung, für räumliche Planungen und Projekte geben soll, das hat sich die Koalition ausgedacht und in ihrem Koalitionsvertrag niedergelegt. Im April vorigen Jahres hat dann der Senat eine entsprechende Vorlage von meinem Haus beschlossen. Also seit April vorigen Jahres arbeiten wir am Thema. Einige von Ihnen waren vielleicht beim Auftaktstadtforum Ende Juni. Beteiligen, Ausrufezeichen, war der Titel. Das war der Auftakt, um mal zusammenzusammeln, wo befinden wir uns eigentlich in dem Prozess. Bürgerbeteiligung ist ja nun nichts, was man neu erfinden muss. Bürgerbeteiligung in Berlin schon gar nicht. Das hat eine lange Tradition. Berlin ist eine lebhafte und durchaus auch rebellische Stadt. Und Berlin steckt zurzeit in einem Umbruchprozess, der solche Diskussionen, wie man in solchen Prozessen mit dabei sein kann, wie man seine eigenen Positionen einbringen kann und wie man dann zu breit getragenen Entscheidungen kommen kann. Ich will gar nicht von Konsens reden, weil es gibt natürlich unterschiedliche Interessen. Es gibt auch Gegensätze, es gibt Konflikte. Die kann man nicht wegbeteiligen, die kann man auch nicht wegmoderieren. Aber man muss sie in solchen Prozessen sozusagen offen benennen. Man muss gemeinsam Argumente austauschen und man muss im besten Fall die Planungen und die Projekte besser machen. Das ist die Aufgabe von Beteiligung. Nun gibt es ja verschiedene Erfahrungen mit Beteiligungsprozessen. Es gab einen sehr guten Beteiligungsprozess 2015, 2016. Das war die Stadtdebatte um die Zukunft der Berliner Mitte. Das ist, finde ich, so ein bisschen eine Benchmark, die man erreichen muss. Dort hatten wir aber auch die Situation, dass man sich so rantasten konnte an eine Veränderungssituation, die einen nicht unmittelbar betrifft. Wenn wir aber jetzt vor dem Hintergrund des dynamischen Wachstums der Stadt, also im letzten Jahr hatten wir 41.000 neue Berlinerinnen und Berliner und sogar 50.000 neue Arbeitsplätze in dieser Stadt, dass dieser Trend anhält, davon gehen wir alle aus. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass das plötzlich aufhört und wir also nicht mehr irgendwie über Neubauen und Neuplanen reden müssen, dass man in solchen Prozessen sozusagen auch an Grenzen stößt und dass dort sozusagen unterschiedliche Interessen miteinander, aber mitunter eben auch gegeneinander abgewogen werden müssen. Das ist die Herausforderung, die für Berlin nicht völlig neu ist, aber in dieser Konstellation, in der wir uns jetzt befinden, ist es schon etwas anderes. Mit dem Stadtforum letzten Juni haben wir den Auftakt gegeben zur Erarbeitung der Leitlinien. Auf dem Stadtforum gab es den Aufruf und danach auch noch im Internet, dass sich Menschen, die Lust haben, in einem Arbeitsgremium zur Erarbeitung der Leitlinien der Bürgerbeteiligung mitzumachen, bei uns melden sollen. Das haben fast 300 getan. Aus diesen 300 Menschen sind dann 12 ausgewählt worden, aus unterschiedlichen Altersgruppen, Bezirken, kulturellen und beruflichen Hintergründen. Und dieses Arbeitsgremium ist eigentlich der Herr des heutigen Verfahrens und des gesamten Prozesses. Ich selber bin als eine von 12 Menschen, die aus Politik und Verwaltung in diesem Arbeitsgremium ist, auch in dem Arbeitsgremium, werde freundlicherweise von meiner Abteilungsleiterin häufig vertreten, weil es mir nicht möglich ist, immer alle Termine wahrzunehmen. Und das Arbeitsgremium ist paritätisch besetzt, 12 Bürgerinnen und Bürger, die überhaupt keine Verbände, Interessengruppen oder sonst was vertreten, sondern einfach Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt sind und 12 Menschen, die aus Verwaltung und Politik sind. Also hier geht es darum, genau in diesem Dialog die Leitlinien zu entwickeln. Das Arbeitsgremium hat inzwischen, ich glaube, 5-mal getagt und die heutige Werkstatt ist der Auftakt für den Dialog mit der Stadtgesellschaft. Das heißt, das Arbeitsgremium wird selber sich erstmal vorstellen, wird mitteilen, was es alles gemacht hat und was das Ziel der heutigen Veranstaltung ist. Das wird Ihnen gleich Frau Walz sagen. Meine Aufgabe ist, heute den ganzen Tag hier zu sein, mit Ihnen zu reden,
zuzuhören, was ist ja auch eine Schwierigkeit, die manchen Politikern nicht so leicht fällt. Also nicht so viel zu reden, sondern mehr zuzuhören. Und damit fange ich jetzt schon mal an und übergebe das Wort an Frau Walz. Ja, herzlichen Dank. Ja, Frau Lomscher, Sie haben es schon gesagt, das Arbeitsgremium hat heute eingeladen zur ersten Werkstatt und dem Arbeitsgremium ist auch besonders wichtig zu erfahren, was Sie, die hier heute alle gekommen sind, eigentlich, was ist Ihnen eigentlich wichtig an der Erarbeitung der Leitlinien? Welche Themen möchten Sie dem Arbeitsgremium mitgeben und welche hätten Sie gerne, dass dort auch diskutiert werden? Das Wesentliche des Abends heute ist, gemeinsam ins Gespräch zu kommen, miteinander zu reden, Meinungen auszutauschen. Insofern wird es in den Arbeitsgruppen, die es nachher gibt, an jedem Tisch auch jemand von dem Arbeitsgremium sein und ja, Ihre Fragen beantworten bzw. einfach mit Ihnen mit gemeinsam diskutieren. Natürlich wird auch die Frage die sein, wie soll die nächste Werkstatt aussehen, welche Formate wünschen Sie sich, ist der Austausch, so wie wir ihn heute führen, ist es ein spannender Austausch, aber noch stehen wir am Anfang der Veranstaltung. Was erwartet Sie heute? Ich müsste einmal, sehr gut. Als erstes bekommen Sie einen kurzen Eindruck und Einblick darüber, was sind die Leitlinien für Bürgerbeteiligung und vor allen Dingen, wie werden sie erarbeitet. Dann wollen wir Ihnen das Arbeitsgremium vorstellen. Also Sie werden nachher einmal alle, die heute gesund sind und da sind, vom Arbeitsgremium kurz kennenlernen. Wir haben ungefähr eine Stunde Zeit, in Arbeitsgruppen zu arbeiten. Dafür haben Sie hoffentlich alle schon ein paar Punkte geklebt. Wo wollen Sie hin? Falls Sie das versäumt haben, nutzen Sie die Zeit einfach noch, kleben Sie einen Punkt, damit wir wissen, wie intensiv die Arbeitsgruppen nachher besetzt werden. Es wird auch eine Pause geben, in der man die Ergebnisse der Arbeitsgruppen anschauen kann und wir wollen dann in einem Fishbowl diskutieren. Sie einladen, Ihre Aspekte, möglicherweise auch, was Ihnen an besonders wichtigen Fragen in den Arbeitsgruppen gekommen ist, hier gemeinsam in den Fishbowl hineinzutragen. Sie bekommen nochmal das Online-Thema, Online-Beteiligung vorgestellt. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende der Veranstaltung. Ein bisschen Organisatorisches, ganz wichtig, Sie sehen überall da, wo Getränke frei stehen, nehmen Sie sich's einfach, greifen Sie zu, Getränke, die frei sind, sind auch für Sie frei, wie zum Beispiel hinter dort geradezu am Tresen. Im Nebenraum wird die ganze Veranstaltung übertragen, das heißt für alle die, die nach nebenan müssen oder wollen, Sie können dort auch zuhören, Sie können es sowohl hören als auch über eine Leinwand sehen. Es gibt Toiletten, einmal hier und einmal vorne in dem Raum. Dieses ist eine öffentliche Veranstaltung, es wird fotografiert. Dazu, die beiden Fotografen stehen hier ganz an meiner Seite. Bitte gehen Sie auf die Fotografen zu, wenn Sie nicht fotografiert werden möchten. Ja? Sie werden dann die entsprechenden Bilder aussortieren. Man kann sich vorne in die Mailingliste eintragen, Sie können auch Visitenkarten in eine Box stecken, damit Sie auch zukünftig über den weiteren Prozess informiert werden. Ich möchte noch einen kurzen Hinweis geben für den offenen Raum. Es gibt ganz hinten dort in dem gegenüberliegenden Raum einen Kreativraum. Dort können Sie jederzeit hin. Es sind Stifte, es ist Papier. Sie können ganz kreativ einen eigenen Austausch initiieren, wenn Sie dazu Lust haben. Die Assistenz, Frau Böhm, vielleicht zeigen Sie einmal Ihr Schildchen hoch, hat ein rotes Schlüsselband, sehr gut, und ist auch jemand mit einem blauen Schlüsselband in meiner Nähe? Das sind die Menschen aus dem Arbeitsgremium, also Sie erkennen das, alle, die ein rotes Bändchen haben, können Sie fragen, wenn Sie ein Problem haben, wenn Sie etwas wissen wollen. Und das sind Ihre Ansprechpartner für die organisatorischen Fragen und die Ansprechpartner für die inhaltlichen Fragen sind die Menschen mit den blauen Bändchen. Jetzt möchte ich ganz herzlich Birgit Böhm begrüßen, Prozessbegleitung hier für den Leitlinienprozess von Nexus. Sie wird erläutern, was die Leitlinien für Bürgerbeteiligung sind und wie sie in Berlin erarbeitet werden. Ja, vielen Dank, Frau Walz.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Birgit Böhm, ich arbeite am Nexus-Institut und wir begleiten gemeinsam mit der Planergemeinschaft für Stadt und Raum, mit der Media Company, mit dem Liquid Democracy und der BSM den Erarbeitungsprozess der Leitlinien für Bürgerinnenbeteiligung an der Stadtentwicklung in Berlin. Deshalb freue ich mich besonders, dass Sie heute so zahlreich hierher gekommen sind und sich beteiligen wollen, dass Sie mitwirken wollen. Und ich möchte jetzt kurz auf zwei Fragen eingehen. Zum einen, was ist das überhaupt? Leitlinien für Bürgerinnenbeteiligung, also das, worüber wir heute Abend sprechen, das, worum es geht. Und dann zum zweiten, wie werden diese Leitlinien für Berlin erarbeitet? Leitlinien, das wird natürlich ein Text sein. Und dieser Text, der soll der Stadt, der soll allen Bürgerinnen, der Verwaltung und der Politik als Rahmen dienen für die Bürgerbeteiligung, die man als informelle Bürgerbeteiligung bezeichnet. Das heißt also Beteiligung, die weder gesetzlich vorgeschrieben noch gesetzlich geregelt ist. Und Leitlinien für Bürgerinnenbeteiligung sollen diese Beteiligung gestalten, verbindlicher gestalten. Sie sollen eine Orientierung bieten für uns alle. Und sie sollen Grundsätze enthalten, was ist uns wichtig in Zukunft für Bürgerinnenbeteiligung an der Stadtentwicklung. Ganz wichtig, sozusagen mit an oberster Stelle, steht damit die Transparenz. Das heißt, die Leitlinien sollen eine größere Transparenz darüber schaffen, zum Beispiel wann und wie über Vorhaben der Stadtentwicklung informiert wird, wer Beteiligung vorschlagen kann oder was mit den Ergebnissen passiert und wie man zum Beispiel Rückmeldung bekommt über die Aufnahme von Ergebnissen in Beteiligungsprojekten. Wenn Sie sich einmal Leitlinienbeispiele anschauen, Sie finden hier auch einige Beispiele als Kurzsteckbriefe ausgestellt, Sie finden sie auch online in der Langfassung. Wenn Sie sich die also anschauen, dann werden Sie sehen, dass Leitlinien, die es bisher in anderen Kommunen und Städten, in einigen schon gibt, in anderen werden sie erst noch genau wie für Berlin erst erarbeitet, dass die eigentlich drei Sachen enthalten. Alle Leitlinien enthalten sowas wie Grundsätze, also Aussagen darüber, was ist uns besonders wichtig für die Bürgerinnenbeteiligung. Viele Leitlinien enthalten auch Instrumente, da geht es also um Ausführungen darüber, wie man denn erreichen kann, dass diese Grundsätze auch verwirklicht werden können. Und manche Leitlinien enthalten auch Methoden. Es gibt ja vielfältige Methoden im Bereich der Bürgerinnenbeteiligung, viele Methoden, die auch schon durchgeführt werden. Manche enthalten auch solche Beschreibungen. Alle Leitlinienbeispiele, wir kennen so um die 60 Kommunen und Städte, die sie entweder sich Leitlinien schon gegeben haben, dabei sind sie sich zu erarbeiten oder sie erproben, viele kleine Kommunen auch darunter. Alle Leitlinienbeispiele haben Grundsätze. Das heißt, es ist formuliert, was ist uns besonders wichtig, dann, wenn wir Bürgerinnenbeteiligung machen wollen, zum Beispiel frühzeitig zu informieren, zum Beispiel Klarheit darüber zu schaffen, wie der Gestaltungsspielraum ist, wie die Einflussmöglichkeiten sind in der Beteiligung oder auch ein Budget, also notwendige Mittel bereitzustellen, damit Beteiligung auch durchgeführt werden kann. Also Grundsätze, das ist wie Regeln, wie Qualitätsstandards, die man gerne in der Bürgerbeteiligung verwirklichen möchte. Einige Leitlinienbeispiele enthalten auch Instrumente. Wie können wir das also umsetzen, was uns wichtig ist? Und das ist zum Beispiel eine Anlaufstelle mit Ansprechpartnerinnen für Bürgerinnenbeteiligung zu schaffen, eine Vorhabenliste bereitzustellen, die Auskunft gibt über die Planungen, die vorgesehen sind, oder auch zum Beispiel ein Gremium zu schaffen wie einen Beteiligungsbeirat, der dann in Konfliktfällen zum Beispiel auch vermitteln kann. Ja, wenige Leitlinienbeispiele enthalten auch Methodenbeschreibungen. Das hier ist ja auch eine Beteiligungsmethode, Bürgerwerkstatt. Es gibt Bürgerversammlungen, Bürgerkonferenzen, Bürgerausstellungen, vielfältige Methoden.
Und es gibt Leitlinienbeispiele, da werden einige dieser Methoden beschrieben oder sie enthalten Checklisten. Aber es ist so, dass die Bürgerinnenbeteiligung doch für jedes Projekt in der Regel auch individuell entworfen wird, auch konzipiert wird. Das heißt, manche Leitlinienbeispiele schreiben das auch vor. Sie sagen, es muss ein Beteiligungskonzept erarbeitet werden für jedes Vorhaben, in dem Bürgerbeteiligung stattfinden soll. Ja, soweit für diejenigen, die vielleicht heute zum ersten Mal sich mit dem Thema befassen. Antwort auf die Frage, was sind eigentlich Leitlinien für Bürgerinnenbeteiligung? Und nun noch kurz zu der Frage, wie werden eigentlich die Berliner Leitlinien für Bürgerinnenbeteiligung an der Stadtentwicklung erarbeitet? Sie haben das schon kurz gehört. Es gibt ein Arbeitsgremium, viele der Mitglieder sind auch heute hier. 12 Bürgerinnen und Bürger und 12 Vertreterinnen aus Verwaltung und Politik sind in diesem Arbeitsgremium. Das trifft sich monatlich, es informiert sich, es diskutiert und es soll die Inhalte für den Leitlinienentwurf zusammenstellen, soll also die Inhalte erarbeiten und zwar im Austausch mit der Öffentlichkeit, also mit Ihnen und zwar so, dass das Arbeitsgremium dann einen Entwurf erarbeiten kann, der am Ende dem Abgeordnetenhaus vorgelegt werden kann. Das ist das Arbeitsgremium. Aber genauso wichtig ist natürlich die Rolle der Öffentlichkeit, sich einzubringen, sich zu beteiligen, die Vorschläge auch dem Arbeitsgremium mit auf den Weg zu geben, das, was Sie auch heute hier schon tun. Und das können Sie eben zum einen hier in diesen öffentlichen Werkstätten, die durchgeführt werden, aber auch online unter www.leitlinien-beteiligung.berlin.de. Die Seite wird Ihnen am Ende der Veranstaltung auch noch vorgestellt. Wenn Sie sich das Ganze so schematisch vorstellen als einen Prozess der Erarbeitung, dann können Sie sagen, es gibt so 4 Phasen, die vorgesehen sind. Eine erste Phase der Orientierung, in der dieses Arbeitsgremium sich auch gefunden hat, kennengelernt hat, sich eine Geschäftsordnung gegeben hat, sich auch uns zum Beispiel ausgesucht hat. Und jetzt beginnt die Phase der Grundlagenerarbeitung. Das Arbeitsgremium hat sich mit verschiedenen Leitlinienbeispielen auseinandergesetzt, die Sie hier auch sehen und die Sie auch online sehen können. Und es wird sich mit Beteiligungsprojektbeispielen auseinandersetzen und sich Grundlagen erarbeiten für diesen Entwurf und sich mit Ihren Vorschlägen und Anregungen auseinandersetzen. Dann wird es diesen Entwurf erarbeiten und diskutieren lassen und ihn schließlich am Ende ja quasi verfestigen, konsolidieren, sodass dann am Ende der Entwurf erarbeitet ist, der dem Abgeordnetenhaus vorgelegt wird. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe jetzt wieder an Frau Walz. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Frau Böhm. Jetzt kommt, glaube ich, für Sie noch mal ganz interessant, wer sind die Bürgerinnen alle? Wer sind auch die Personen aus Politik und Verwaltung? Falls Sie es im Internet noch nicht gesehen haben oder nachgeguckt haben, bitte ich, das Arbeitsgremium jetzt einmal alle komplett zu mir nach vorne. Ja, danke. Ja, wie Sie wissen, die Grippewelle in Berlin hat zugeschlagen, aber immerhin, die Hälfte ist da. Ganz herzlich willkommen. Matthew Griffin, ich übergebe jetzt mal an dich als einen der Sprecher und ihr habt ja ein bisschen vorbereitet, wie ihr euch vorstellt und dann reichst du es einfach weiter, das Mikro. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Matthew Griffin, ich komme aus Kanada und bin seit 25 Jahren in Berlin. Ich bin Architekt und in den letzten Jahrzehnten bin ich in verschiedenen Initiativen tätig gewesen, unter anderem die Initiative Stadtneudenken und die Bürgerinitiative Invalidenstraße. Aus meiner Zeit in diesen Initiativen habe ich gelernt, wie viel Engagement und Energie es braucht, um eine kleine Veränderung in die Stadt oder für die Stadt zu bewirken. Und ich als optimistischer Mensch glaube, es muss einen besseren Weg geben, es muss irgendwie so sein, dass man irgendwie kooperative zusammenkommt hinter einem Ziel oder eine Idee. Und ich
glaube, dass diese Energie viel besser angewendet werden könnte, wenn das eben kooperative zusammenkommen könnte. Und ich stelle mir vor, dass diese Leitlinien eine Art von Struktur sein könnten, damit diese Energie und Engagement besser kanalisiert werden könnte, dass es kooperativer zugehen würde, dass wir dann hinkommen könnten zu einer koproduzierten Stadt. Und mein Verständnis von unseren Gremien ist dass wir eine Art von dialogischen Schnittstelle sind. Also wir sind jetzt nicht da, um die Leitlinien zu erarbeiten, sondern zu lernen und hauptsächlich auch von euch alle zu lernen. Wir sind auch selbst alle angekommen ohne eine Idee, was ist überhaupt eine Leitlinie, und haben schon viel gelernt. Und ich glaube, diese Werkstatt ist der erste Schritt. Also wir haben dann auch mehrere vor, und am Ende werden wir dann eine Art von Entwurf euch vorstellen, und hoffentlich wird das dann eine Art von Verbindlichkeit und Transparenz erreichen. Also der Ziel von dieser Art von Werkstatt ist, dass alle zusammenkommen können und dass wir alle hinter die Ergebnissen stehen am Ende. Und hoffen wir, dass wir dann gemeinsam einen guten Weg gehen können. Danke. Ja, schönen guten Tag. Ich bin auch froh, dass ich hier sein kann und gesund und fit Ihnen hier allen Rede und Antwort stehen kann und mich hier auch ein bisschen vorstellen kann. Ich bin die Kerstin Joya. Ich habe mich beworben, insbesondere deshalb, weil ich Kindern und Jugendlichen auch ein Vorbild sein möchte, wie ihre Zukunftsvisionen sich entwickeln können und wie sie sich in der Stadt auch mitbestimmend und beteiligend engagieren können. Das ist mir besonders wichtig. Natürlich auch allen anderen, wie zum Beispiel vielen benachteiligten Menschen, möchte ich diesen Weg ermöglichen und auch ebnen durch die Gestaltung der Leitlinien. Ich bin Integrations- und Inklusionsfachpädagogin, und für mich bedeutet Stadtentwicklung auch gesellschafts- und politische Entwicklung. Und ich denke, wenn wir alle versuchen, miteinander zu reden und miteinander zu gestalten, ist das vielleicht ein guter Weg in Richtung friedliche Kommunikation und ja, vielleicht auch wirklich unsere Stadt noch ein Stück weit schöner und effizienter zu machen. Ne? Also Großstadt und Hauptstadt braucht Effizienz, also sprich schnelle Lösungen, möglichst auch sehr gute Lösungen gemeinsam zu finden. Dankeschön. Hallo, ich bin Ephraim Gothe, Baustadtrat im Bezirk Mitte, beziehungsweise Stadtrat für Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit, und gehöre auch diesem schönen Gremium an. Ich habe den kleinen Vorteil, dass der Bezirk Mitte schon Bürgerleitlinien erarbeitet hat. Und die Erfahrung, die wir machen, ist die, wir haben das vor einem halben Jahr den Prozess der Erarbeitung abgeschlossen und sind jetzt in dem eigentlich noch schwierigeren Prozess, das in die Anwendung zu bringen. Es ist nämlich kein Selbstläufer, wenn die Bürgerleitlinien irgendwie im Internet stehen, dass das dann anfängt zu leben als System. Was will ich damit sagen? Das Ziel soll nicht sein, dass wir Bürgerleitlinien erarbeiten, sondern dass wir sie erarbeiten und dann auch in die Anwendung bringen. Deshalb ist mein Plädoyer, auch ein bisschen auf die Tube zu drücken. Danke. Ja, guten Abend. Mein Name ist Katharin Genburg. Ich bin Sprecherin für Stadtentwicklung, Tourismus und Smart City der Fraktion Die Linke im Abgeordnetenhaus. Bin hier auch zu Hause und habe hier meinen Direktwahlkreis. Bin sehr froh, dass wir heute hier zusammenkommen, und habe jetzt noch ein bisschen die Aufgabe, was zu sagen zu dem, wie wir die Leitlinien dann auch im weiteren Verfahren erarbeiten, wenn wir heute hier fertig sind. Wir wollen gerne die Ergebnisse des heutigen Abends dann uns anschauen, verstehen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und darüber reden, wie wir sie in den weiteren Prozess einspeisen. Uns war es total wichtig, als Gremium eine Prozesshaftigkeit herzustellen, die mit dem heutigen Abend zuerst mal einen Anfangspunkt schafft, der sagt, wir hören erst mal zu.
denn wir kommen ja von, wir haben ja alle eine Geschichte, nämlich in dieser Stadt auch die Erfahrung, dass viele Beteiligungsprozesse schon gegen verschiedene Wände gefahren wurden. Und insofern ist unser aller gemeinsames Ziel auch aus Betroffenen Beteiligte zu machen. Und deswegen wird es auch ein wenig ein offener Abend sein. Wir haben viele Möglichkeiten, heute hier mitzureden, für Sie eingeräumt. Und ich habe jetzt die Aufgabe, einfach zu sagen, wir legen jetzt los. Und viel Freude beim Zusammenkommen in den einzelnen Arbeitsgruppen. Und nochmal vielleicht der Hashtag, der wurde vergessen vorhin. Wir sind ja auch im Twitter heute unterwegs. Sie können heute den Hashtag benutzen. Ich habe ihn nicht mehr gemeint. Ich glaube, gemeinsam statt machen ist der Hashtag. Genau, also viel Freude. Bevor ich Sie von der Bühne lasse, möchte ich einmal jeden Namen hören. Mein Name ist Heinz Brauer. Mein Name ist Martin Postdorf. Bettina Doma. Martina Hähnel. Friedemann Walter. Friedemann Walter. Samuel Bischofberger. Diana Rodriguez. Susanna Kahlefeld. Beate Profé. Ja, herzlichen Dank. Bevor wir uns jetzt in die Arbeitsgruppen aufteilen, darf ich Ihnen noch mal erklären, wie und wo Sie diese Arbeitsgruppen eigentlich finden. Wir haben am Eingang bei dem Eintragen gab es große Wände mit unterschiedlichen Themen. Und diese Themen waren verschiedene Menschen erreichen, Mitwirkungsmöglichkeiten, was ist das eigentlich, was ist Ihnen dabei wichtig, der Umgang miteinander, Beteiligung anregen, Grundsätze für Beteiligung, Beteiligung auf den nächsten Werkstätten. Das waren die 6 Themen, die das Arbeitsgremium schon zusammengesetzt hat und gesagt hat, darüber möchten Sie gerne mit Ihnen reden. Diese Themen sind unterschiedlich nachgefragt worden, sodass Sie das Thema verschiedene Menschen erreichen, das Thema 1 an 2 Tischen nachher finden. Sie finden das Thema Mitwirkungsmöglichkeiten auch an 2 Tischen. Und Sie finden die anderen zum Teil nur an einem Tisch. Dazu sage ich gleich noch was. Aber es sind auch noch weitere Themen gekommen, über die Sie gerne reden möchten. Beteiligung bürgernah gestalten, das ist Tisch 7. Tisch 8 ist über Konzepte, Projekte, Veranstaltungen informieren. Tisch 9 ist Grundvoraussetzungen zur Beteiligung. Was sind eigentlich Ermöglichungsstrukturen? Und Tisch 10 möchte sich gerne mit den rechtlichen Voraussetzungen, den Gesetzesänderungen, die notwendig wären, beschäftigen. Tisch 11 möchte die projektspezifischen stadtweiten Ziele identifizieren und langfristig weiterverfolgen. So, die spannende Frage, wie finden Sie jetzt eigentlich Ihren Tisch und was und wie diskutieren Sie da? Wenn Sie sich ein bisschen in dem Raum umschauen, sehen Sie hier schon diese Wände. Sie sollen sich nachher in die Arbeitsgruppen verteilen. Die Arbeitsgruppen sollen maximal 20 Personen umfassen. Wenn Sie feststellen, Sie sind die Person 21 und es gibt nur diese eine Arbeitsgruppe, bleiben Sie dort, diskutieren Sie in jedem Fall mit. Wenn Sie feststellen, Sie sind die Person 25, überlegen Sie doch einfach, ob Sie die Arbeitsgruppen aufteilen, weil dann kommen Sie mehr zu Wort, dann können Sie mehr miteinander ins Gespräch kommen und darum geht es heute Abend. Geradezu von mir findet man zum Beispiel die Wand 10. Ja? Dort gibt es rechtliche Voraussetzungen. Die Themen, die Sonderthemen sind, die neu sind, die Sie noch nicht vorne lesen konnten oder die handschriftlich geschrieben wurden, die finden Sie alle hier in diesem Plenumsraum wieder. Dort wird nachher im Plenum diskutiert. Alle Themen, die das Arbeitsgremium angeboten hat, finden Sie in dem gegenüberliegenden Raum. Dort können Sie auch gerne ein paar von den Hockern noch mitnehmen, weil dort gibt es noch keine Stuhlmöglichkeiten. Also nehmen Sie sich einen Hocker, gehen Sie zu der Arbeitsgruppe, die Sie am meisten reizt. Wichtig ist uns, die Themen können alle gut parallel diskutiert werden, weil wir versuchen hinterher im Rahmen des Fishbowls einfach das eine oder andere Ergebnis oder die wichtige Frage, die Ihnen geblieben ist, nochmal gemeinsam zu diskutieren. Dort werden verschiedene Personen von dem Arbeitsgremium nochmal sitzen und mit Ihnen gemeinsam darüber sprechen, was ist Ihnen wichtig, was ist Ihnen vielleicht besonders wichtig, welche Fragen bleiben. Ist Ihr Thema noch nicht dabei?
dann können Sie immer noch auch eine freie Stelltafel nehmen, ein Thema anschreiben und hoffen, dass noch andere Menschen vorbeikommen, die mit Ihnen darüber diskutieren. Das ist vielleicht ein kleines bisschen unübersichtlich, aber es sieht nur im Moment so aus, weil, wie gesagt, in diesem Raum finden Sie die freien Themen und in dem anderen Raum finden Sie die Themen 1 bis 6, die dort auch an der Wand hängen. Wenn Sie sagen, Arbeitsgruppen, danach ist mir wirklich heute überhaupt nicht. Also ich würde viel lieber auf einem Sofa sitzen, gemeinsam mit anderen, mit vielen Stiften, Papier und vielleicht einem coolen Getränk. Dann gehen Sie in den anderen Raum. Dort gibt es eine Kreativecke, dort finden Sie Sofas. Dort können Sie auch Einzel- oder gemeinsame Gespräche führen und können das wie auch immer gestalten. Die Arbeitsgruppen haben die Idee der Selbstmoderation. Das heißt, sinnvollerweise findet sich ein bis zwei Personen, die die Moderation übernehmen und das mitschreiben. Ziel ist, dass hinterher auf den Tafeln, die Sie haben, Ergebnisse draufstehen, weil wir wollen gerne um 19.30 Uhr in der Pause uns die Ergebnisse alle anschauen. Und es wird dort Rundgänge geben, wenn ein, zwei Leute an den Tafeln stehen bleiben und vielleicht etwas erzählen, das ist wunderbar. Ansonsten sind natürlich alle frei, in der Pause spazieren zu gehen und sich die Ergebnisse der Tafeln, die werden dann alle in dem anderen Raum stehen, also nicht in diesem, weil in diesem wird hinterher der Fishbowl sein. Sie werden in dem anderen Raum stehen und Sie können dort spazieren gehen und über die Ergebnisse diskutieren. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, verteilen Sie sich auf die Arbeitsgruppen. Nutzen Sie, wenn Sie eine Frage haben, die Menschen. Die Assistenz mit dem roten Band hilft Ihnen definitiv weiter, falls Sie Ihr Thema überhaupt nicht finden. Zu dem Fishbowl sehen wir uns wieder um 20 Uhr hier, 10 Minuten bevor die Pause endet. Erinnere ich Sie noch mal kurz daran, dass wir dann starten und wir werden auch pünktlich um 20 Uhr mit dem Fishbowl starten. Wer immer da ist, ist der Richtige und die Richtige und ich freue mich auf die anschließende Diskussion. Eine kleine Erinnerung noch mal, Sie finden hier in diesem Raum die Themen Beteiligung bürgernah gestalten Nummer 7, über Konzepte und Projekte Veranstaltungen informieren Nummer 8, Grundvoraussetzung zur Beteiligung Ermöglichungsstrukturen Nummer 9, die Nummer 10 rechtliche Voraussetzungen und die 11 sind projektspezifische stadtweite Ziele identifizieren. Ja, viel Spaß!